Moin liebe Motorradtest-Zuschauer. Grüße natürlich hier aus Hamburg, wie man ganz unschwer erkennen kann. Hier Hamburg-Altona, wunderschönes Wetter. Aber darum geht es ja heute nicht, sondern es geht um mein Laserbike und zwar mein Honda S-Wing 125. Und das ist im Prinzip der Vorgänger vom Forza. Und der Grund, warum ich euch den zeigen möchte, ist, weil das quasi ein moderner alter Roller ist. Also der ist von Baujahr 2007, hat aber trotzdem moderne Features. Also der hat eine elektronisch gesteuerte Einspritzanlage, der hat ein ABS vorne, hinten. Und der fährt sich einfach super. Ich habe hier so ein richtig cooles Cockpit, wie ich auch finde. Der hat ein paar richtig interessante Features. Also ich hatte einmal einen Fehler mit der Lambda-Sonde, da hat die Leuchte hier in einem Morse-Code geblinkt und das konnte ich dann übersetzen anhand so einer Tabelle. Und viel kann man eigentlich zu so einem Honda-Roller ja natürlich sowieso nicht sagen, weil der macht einfach, was er soll. Der läuft und läuft und läuft. Ich habe da massig an Stauraum und das Gute ist halt eben, dadurch, dass der so alt ist, kriegt man den zu einem ganz guten Kurs. Ich habe ihn jetzt kaputt gekauft, habe ihn dann aber auseinandergebaut und repariert. Da war was mit dem Steuergerät, das habe ich dann ausgetauscht. Und so kriegt man, glaube ich, da inzwischen zu einem echt ganz guten Preis ein Bike, was wirklich moderne Features hat. Da müsst ihr aber aufpassen, weil es gibt den auch ohne ABS. Und ansonsten halt massig Stauraum, irgendwie mit dem Topcase, Einkäufe, Helm. Alles gar kein Problem und ja, ich freue mich jetzt einfach, wenn der Sommer kommt und ja, von daher liebe Grüße und gute Fahrt an alle.